Herzlich willkommen im Bahnhof Langendreher in Bochum. Mein Name ist Pilar Bogudüşak. Ich bin Programmplanerin im Bereich Politik und Gesellschaft. Ich freue mich riesig, euch hier und heute begrüßen zu dürfen. Die heutige Veranstaltung ist eine Fotoausstellung in Zusammenarbeit mit der Istanbuler Initiative Ekmek ve Gül, Brot und Rosen. Die Fotoausstellung trägt den Namen Frauenbewegungen in der Türkei. Die heutige Fotoausstellung ist der Auftakt einer Programmreihe zwischen Aufbruch und Widerstand, LGBTIQ und Frauenbewegungen weltweit. Wir möchten in den nächsten Monaten mit euch uns auf den Weg machen nach Polen, Belarus, Iran, Sudan, Libanon und Lateinamerika. Wir bedanken uns bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung NRW und bei Engagement Global. Ich möchte euch gleich auf die Empore begleiten und euch durch die Fotoausstellung führen. Die Fotos, die wir uns anschauen werden, wurden uns von Ekmek ve Gül zur Verfügung gestellt. Im Anschluss möchte ich euch einige Fotos und ihre Hintergründe erklären. Wenn ihr bereit seid, machen wir uns auf den Weg. In den folgenden zwei Fotos geht es um den Widerstand der Frauen gegen Umweltzerstörung. Die Frauen leiten in der Ägäis seit den 90er Jahren den Kampf gegen den Goldbergbau in ihren Dörfern. Besonders die Verwendung von Cyanid verursacht Umweltverschmutzung und hat über Generationen hinweg dauernde gesundheitliche Wirkungen auf Menschen. Im August 2019 protestierten Frauen mit verschiedenen Aktionen im Ida-Gebirge gegen die Waldrodung, die für das Naturschutzgebiet eine große Gefahr ist. In dem Gebiet wurden seit 2019 insgesamt über 300.000 Bäume gefällt. Der Tod von Şule Çet, die 2018 aus dem Fenster eines Wolkenkratzers stürzte, wurde in den Medien als ein einfacher Selbstmord dargestellt. Frauen aus verschiedenen feministischen Organisationen haben ein Jahr lang dagegen gekämpft, dass Frauen selbst für die Frauenmorde verantwortlich gemacht werden. Die Entschlossenheit der Frauen hatte Einfluss auf das Gericht. Der Täter wurde zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Auf dem Foto sind die folgenden Plakate zu sehen. Kein Selbstmord,
sondern Mord und keine Männergerechtigkeit, sondern richtige Gerechtigkeit. In Chile wurde 2019 das Kollektiv Las Tesis, eine Tanzperformance, ins Leben gerufen, die sich mit den Ursachen männlicher Gewalt gegen Frauen beschäftigt. In mehreren Städten der Welt versammelten sich Frauen auf öffentlichen Plätzen und wiederholten die immer gleiche Performance. In Istanbul und in Izmir gingen viele Frauen auf die Straße. Sie tanzten und sangen die folgende Zitate: Schuldig bist du, Vergewaltiger bist du. Schuldig sind die Polizisten, die Richter, der Staat, der Präsident. Die Schuldigen sind unter euch und der Staat weiß Bescheid. Der Gesetzentwurf, der für den Missbrauch von Minderjährigen im Falle einer Eheschließung Straffreiheit vorsieht, ist seit Mitte 2019 auf der Agenda des Parlaments. Er löste in der Öffentlichkeit große Kritik aus. Am 6. Januar reagierten in über 40 Städten Frauen mit dem Motto: Keine Amnestie für Kindesmissbrauch. Das türkische Parlament hat 2012 die Istanbul-Konvention zum Schutz der Frauenrechte unterzeichnet, viele Maßnahmen jedoch nicht umgesetzt. 2020 kündigte die AKP-Regierung an, aus dem Abkommen auszutreten. Unter dem Motto, die Istanbul-Konvention garantiert das Leben der Frauen, wurden landesweite Proteste organisiert. Im Rahmen des Internationalen Tags gegen Gewalt an Frauen gingen am 25. November in vielen Städten Frauen auf die Straße. Unter den Bedingungen der Corona-Pandemie hatte die häusliche Gewalt weiter zugenommen. Die Frauen brachten dies zur Sprache und betonten die Bedeutung der Istanbul-Konvention. Auf dem Foto sind Plakate von verschiedenen Anforderungen der Frauen- und LGBTI-Organisationen zu sehen. Die Beispiele sind »Runter mit dem transfeindlichen Staat« und »Schweig nicht gegen Männergewalt«. Der feministische Nachtmarsch, der im Rahmen des Internationalen Frauentags am 8. März seit 2003 stattgefunden hat, wurde 2018 vom Istanbuler Gouverneur verboten. Trotz dieses Verbotes haben sich Frauenorganisationen mit türkischen und kurdischen Transparenten im Stadtviertel Taksim versammelt und ihre Kritik an der Regierungspolitik geäußert. Hier einige Zitate, die auf der Fotografie zu sehen sind. Feminismus ist unsere Kraft gegen das Patriarchat. Wir kämpfen auf der Seite der Migrantinnen. Und es lebe der feministische Widerstand.